Moin moin, grüßt euch und herzlich willkommen hier zu diesem neuen Location-Blog. Ja, wie ihr hier schon seht, wir sind heute bei einer wundervollen Hochzeit am Seeburger See und das ist die Location am Wellenreiter. Da sind wir heute aufgebaut und wir zeigen euch mal alles drumherum. Wie sieht die Location aus und vor allen Dingen, wie sieht die Anlage, unsere Anlage in dieser Location aus. Und später kriegt ihr auch noch ein paar Eindrücke von der Party. Also bleibt dran, wir sehen uns. Dieser Raum, wie man sieht, eignet sich für 80 Personen mit kompletter Bestuhlung und auch ausreichender Tanzfläche, die werden wir gleich sehen. Und ihr könnt auch schon ein bisschen im Hintergrund unser schönes DJ-Set sehen. Da haben wir natürlich heute ganz fein aufgebaut, aber später mehr. Schaut es euch an, ihr könnt unten feiern, ihr könnt aber auch hier oben feiern. Also es gibt auch Platz, wie man jetzt gleich im Video sehen kann, für Feiern oben. Und kann somit nochmal den Platz erweitern. Eine super schöne Location hier am Seeburger See. There's a sun in the sky, there's a cloud drifting by. All kinds of birds make you wish you could fly. And in the distance I see someone waving at me. So, und jetzt seht ihr unser Technikpaket im Hintergrund. Das ist ausgelegt für Hochzeiten und Events bis zu ungefähr 100 Personen. Und das Board hat sich gewünscht, dass wir heute so ein bisschen einen Retro-Effekt mit dabei haben. Wir haben eine Spiegelkugel da hängen. Das sagt eigentlich schon alles aus. Ansonsten unser normalen Lautsprecher, zwei Umbubas und natürlich Moving Head, Effektlicht, dass wir das Ganze später noch ein bisschen animieren können, schönes Licht haben, eine schöne Stimmung haben. Und wir können heute in der Location hier im Wellenreiter, also falls ihr hier auch heiraten wollt, man darf eine Nebelmaschine benutzen. Das heißt, man kann hier später auch ordentlich noch zur späteren Stunde nebeln. Das ist natürlich sehr geil. Guckt es euch an.